Hallo und herzlich willkommen hier zu Hogwarts Legacy. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Fresse. Nichts Unüberlegtes. Schade, ich wollte gerade weiter davon. In der heutigen Folge, Freunde, machen wir eine echt nice Aufgabe. Und zwar müssen wir mit Gareth Weasley sprechen. Den kennen wir noch aus Zaubertränke. In einer der früheren Folgen auf jeden Fall. Und wir machen heute die Nebenquest Dissendium. Ich habe die angefangen, weil ich dachte, es ist einfach nur, ja, ich muss irgendwie kurz den Zauber lernen, aber Hallo, nein. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Komm, Frinko! Und, ja. Aber es ist echt nice, Leute. Wir gehen zur einäugigen Hexe, gehen durch den Geheimgang und dann ab in den Honigtopf. Und das machen wir jetzt mal. Gareth Weasley, was hast du diesmal für uns? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Die zischende Wispies, oder? wir mussten ihm ja einmal eine Feder klauen im Zaubertränkeunterricht. Und dieser Trank ist dann exploded. Ja. Er und seine Brauerei. Jetzt will er schon wieder irgendeinen neuen Special-Trank machen. Ja, ich bin gespannt, ob der auch explodieren wird. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ja. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Also, ich soll für ihn klauen, ne? Tante Mathilda, heißt nicht auch die so von, also in drei Fragezeichen, die Tante von Justus? Ich liebe drei Fragezeichen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Doch, Tante Mathilda heißt die. Junge, was hat sich das Spiel dabei gedacht? Also, wir sollen durch den Geheimgang gehen und für ihn dann das... diese Billywick-Stacheln klauen. Ja. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Ein bisschen Aber auf die. Du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Ja, das hat einen Geheimgang. Der Geist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Dissendium. Das ist so nice, Leute. Ich denke, die meisten von euch werden sich noch daran erinnern. In Teil 3 ist er Harry da durchgegangen. Das war, glaube ich, auch das einzige Mal, wo er da durchgegangen ist, ne? In Teil 3, genau. Da wollte er auch nach Hogsmeade, aber durfte nicht. Weil er keine Genehmigung hatte. Ja. Ist das nicht Diebstahl? Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Ja? Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Will ich das Vielleicht überhaupt? Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Also, Amid soll deine Hausaufgaben... Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Ja. Also, Amid soll ihm bei den... Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Also, Amid soll ihm die Hausaufgaben... Ich weiß nicht, wie du Hogwarts gerettet hast. Ich bin aber sehr froh, dass du es getan hast. Könnt ihr mich ja bitte weiterreden lassen? Also, Amid soll ihm dann bei den Hausaufgaben helfen, damit seine Tante Mathilda, lockerer wird und ihm mehr erlaubt oder nicht mehr so doll auf ihn aufpasst. Ja, aber Leute, Geheimgang. Die buckelige Hexe. So. Hier soll die dann in der Nähe sein. Jetzt sollen wir die wahrscheinlich suchen, ne? Das scheint die richtige Statue zu sein. Ah. Was war das Passwort? Passwort... So hat es der Rufus Beck in der Vertonung gesprochen. So nice von ihm. Dissendium! Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Revelium! So, wir gucken mal kurz. Da unten geht was ab. Mal kurz gucken auf dem Handy. Ist es eine wichtige Nachricht, die da gerade aufgeploppt ist? Nein, ist nicht.
Ja, also das mit Passwort, das war die fette Dame. Okay. Also Ein das. Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Heißt das wohl etwa Reparo? Reparo. Oh, nice. Let's go. Da könnte man auch hier entlang gehen. Hey, lol. Ich könnte auch einfach hier rüber gehen. Das scheint gewirkt zu haben. Ah, nee, ich muss nach unten gehen. Aber hier habe ich noch eine Kiste gefunden mit 50 Galeonen. Und ich sage immer, Galeonen gern gesehen. Okay, wir sind jetzt hier drin. Dann nutzen wir das mal. Revelio. Abwärts geht's durch den Berg. Durch den Berg, wie als wäre ich ein Zwerg. Doch ich bin kein Zwerg, denn ich bin 1,73. Und das ist klein, ich weiß. So, immer wenn ich singe, dann tränen so ein bisschen meine Augen. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ja. Aber es ist ja nicht mehr der. Das Schloss ist das. Ist der Berg. Hier sind ganz viele Mäuse. Hätte ich gleich krumm bei mitnehmen sollen. So. Incendio! Machen wir mal die ganzen Spinnnetze weg. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt keiner Spinne begegne. Aha. Da muss ich wohl das Ich machen. sitze in der Falle. Let's Wie go. komme ich hier raus? Oh. Revelio! Schauen wir mal. Ah, ne, ich muss denn da hochklettern. Aber wir nehmen immer noch die Kiste mit. Was haben wir denn hier? Levioso! Ja. Incendio! Was gibt's denn hier noch? Oh. Kunde den Geheimgang. Okay, wo führt mich das Ganze hier hin? Ah, da geht's einfach nur wieder zurück. Okay, es war eine Spalte. Wo ich einfach nur wieder zurückgehe. Naja, aber wir erkunden immer alles. So. So. Dann schauen wir mal. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Ah ja. Revelio. Dann muss ich wieder Leviose machen. Aber gibt es hier noch irgendetwas? Ah ja, ich kann noch nach unten gehen. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Dann haben wir nochmal das. Dann mal Wasser. Und eine Kröte. Hallo Trevor wahrscheinlich. Das war das wahrscheinlich Trevors Ur-Ur-Ur-Opa. Levioso. So. Bam. So. Da. Ah, da muss ich jetzt reparieren. Reparo. Okay, dann haben wir jetzt das. Dann können wir da jetzt wieder Leviose machen. Levioso. Let's go. Oh, ich bin fast runtergefallen. Hul. So. Incendio. So. Da geht's weiter. Ah, mal gucken. Muss ich hier lang? Nein, ich glaube eher weniger. So, wir gehen mal hier hin. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Noch einmal schaue ich es rüber. Muss ich jetzt. Hä? Revelio. Hä? Wo muss ich jetzt lang? Ah, ich muss hier darüber. Noch einmal Reparo. Repomomin. So, und noch einmal Levioso. Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Ah. Revelio. Da muss ich wahrscheinlich. Bombarda. Depulso. Depulso. Hat es jetzt geklappt? Levioso. Vielleicht sollte ich Accio wirken, um den Rahmen aus dem Weg zu schaffen. Das ist eine Idee. Accio. So. Levioso. Sehr schön. Aha, geschafft. Ja, das haben wir geschafft, Lukas. So. Hier muss der Ausgang sein. Boah, Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu ich öffnen. dachte gerade, es ist ein Sumpfkratler, weil ich gerade die ganzen Herausforderungen mache, um ein paar Levelpunkte zu bekommen. Ich dachte gerade, es ist ein Sumpfkratler. Ich muss halt in der Nebenquest ganz viele Sumpfkratler erledigen.
Revelio. So, bevor wir weitermachen. Das hier nehmen wir nochmal schön mit. Hätte ich doch nicht mitnehmen müssen. Aber naja, für Cashmash kann ich es immer verkaufen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir das Game irgendwann updaten. Da brauchen wir irgendwie 100.000 Münzen, um irgendwas zu snacken. So, was haben wir hier? Mal angucken. Ah ja, das müssen wir anzünden. Incendio! Sehr schön. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Ja. Ich denke, es ist der Urkeller von denen hier. Wo die Quidditch-Handschuhe auch bewahren. Ah ja. Ab zum Honigtopf. Okay. Revelio. So, ich hätte gesagt, wer weiß, vielleicht ist die Welt morgen weiß. Nein, wir haben den 8. Juni, das ist nicht weiß. Ich rieche Schokolade. Und ich rieche einen nicht identifizierten Gegenstand. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Die getrockneten Billywick-Stacheln. So, wir haben uns jetzt mal schön unsichtbar gemacht. Gut. Ich hab die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Aber was ist, wenn ich jetzt hier durchgehe? Finde ich hier noch was? Ah ja, hier, Stufe 2. Alohomora. Schau doch mal, was wir noch da drin haben. Wir haben ja erst 12 Minuten Aufnahme. Kann man noch ein bisschen rumgucken. Hammers. Ah, das ist die Wohnstube. Das ist assi von mir, in die Wohnstufe einzubrechen. Was haben wir denn hier? Schauen wir mal rein. Oh, Sneaker. Wenn wir da reingehen. Ah, das ist... Okay, dann würde ich sagen, machen sie wieder unsichtbar. Schauen wir mal hier rein. Ah, da. Okay, perfekt, da geht's zurück. Vielleicht nochmal hier einen Kuchen. Stören die nicht bei der Inventur. Nehmen wir hier nochmal Süßigkeiten mit. Die uns zum Schweben bringen. Holy shit. Revelio. So. Ah ja, was haben wir hier? Zischen der Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um eine kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über den Boden schweben lassen. Haben wir gerade eben gemerkt. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywick-Stacheln. Ah ja. Deswegen braucht ihr die. Weil die einen schon schweben bringen. Verstehe schon. Hier haben wir nochmal eine Tür. Alohomora. So, was haben wir hier? Einen Hochlandschal. Aber ist niedriger als das, was ich schon habe. Ja, da schläft die. Ich würde es auch gerne irgendwie schlafen. Ne, wir müssen wieder zurück. So. Kann ich einfach mich so teleportieren? Lol, ich kann mich einfach teleportieren. Ja, das machen wir doch einfach. Wäre auch doof. Gehen wir mal hier zur großen Halle. Ne, wir müssen dahin. Das heißt, wir gehen hier zum Viadukthof. So, Hallöchen, Gareth. Och, glaube ich falsch rum. Gareth? Gareth, ich war ein Dieb. Ich hab geklaut. Nur für dich. Hallo nochmal. Die Pulso. Bist du schon beim Honigtopf? Ich war beim Honigtopf. Ich hab geklaut. Ich fühle mich so schuldig. Die gesamten Auroren suchen mich. Die wollen mich der Azkaban bringen. Hallo Gareth. Ich habe die Billywick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Jo, ich brauche eine Bezahlung dafür. Junge, ich war gerade so am Klauen. Das war voll nicht Chillo Vanello. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung.
Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Dankeschön. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Das zischende Whisbier, Junge. Denk aber mal den Namen nach. So. Auftrag abgeschlossen. Jetzt bekommen wir nochmal einige EP. Und ihr wisst ja, ab Stufe 34 kommt dann die letzte Folge, weil wir dann das Schuljahr abgeschlossen haben. Ja, Leute, das war's. Wir haben heute, waren heute im Hundetopf, hab geklaut. Das wollte ich unbedingt als Folge machen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Schönes Wochenende. Schöne, ja, keine Ahnung, was es sonst noch so für Tage gibt außer Wochenende. Ich bin YouTuber. Tschüss.